Wait, ich muss dich noch als Freund bei Epic Games melden. Achso, ich muss noch mal den Strom vielleicht anmachen. Sonst könnte die Aufnahme Ach dezent so. laggen. Ja, sonst habe ich halt einen 30 FPS Cap. Mein PC, das Das ist. ist so nervig, egal wie gut dein PC ist, und sofort kackt es ab. Oh, Müsli ist online. Was? Müsli ist online? Müsli Gaming ist einfach online. Einfach so. Noch nie passiert. Einfach Weltwunder. Let's go, Satisfactory. Wer soll eine. Du startest für eine Welt, würde ich sagen, ne? Ist doch egal wer, oder? Okay, dann mach ich mal. Okay, ich muss eben noch starten. Ja, mach du das mal. So, Laut wird synchronisiert. hatte ich auch kurz. So, also Leute, willkommen, neues Let's Play. Kam relativ spontan, bisschen, ach Gott, Early Access Info, Greetings, Pioneer. Okay, der Hintergrund sieht schon mal. Respekt dafür, Bruder. Bla 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 bla, wie ist es auf Englisch? Ah, jetzt ist es da. Okay. Noch nie ein Spiel gehabt, das so schnell lädt. Ja, warte ganz kurz. Grafik hier. Okay, der macht schon alles von sich aus auf Ultra. Sichtfeld bitte ein bisschen höher. Genau, Spiel beitreten hier. XD-Renox in Private Session. Beitreten per Sitzungs-ID. Ich brauche eine Sitzungs-ID von dir. Just landed on the Alien Planet, bla bla. Ah ne, ich kann auch beitreten gehen. So, ja, Satisfactory darf das, meine liebe Firewall, das ist erlaubt. Ja, das war bei mir auch gerade. Toll. Moin, ich bin jetzt. Initialisiere wieder ID. Okay, ich muss sagen, dass das. Das. Please dismantle the drop pod. The resulting Ja. materials will be repurposed to construct Oh Gott, ich kotz im Strahl. Motion Blur ist an. Ah. Oh. Wie komme ich ins Menü? Incorporated as Escape. cost-effective and efficient. Es geht nicht. Warum? Oh mein Gott, das sieht so geil aus, Bruder. Hier, Option, Grafik. Wo ist Motion Blur? Ich bring den Typen um, der das Ist erfunden doch hat. da, ist doch genau da. Wo? Video und dann der Motion Blur und Haken. Hä? Was ist V-Sync? Das ist, wenn was manchmal sein kann, wenn du zu viele FPS hast, dass mehrere Bilder auf einmal angezeigt werden. Da hast du manchmal so das Bild in der Mitte, hast du so einen Strich, wo die Pixel um 1 verschoben sind. Ah, nee, Dann, hab ich doch nie. wenn du das hast, dann musst du V-Sync anmachen. Da hatte ich nicht. Ich glaube, da, First Version, Version of UV-Modifikator ist das hier vielleicht Motion Blur? Nein, Merchant Ham, guck mal, du gehst bei Video, ja? Das ist ja Option. Gameplay Audio Video. Ach so, bei Graf. Ah. Genau. Mr. Post-Processing und dann halt. Hä? Motion Blur musst du dann noch ausmachen. Sichtweite, Log-Video-Effekte, Kantenblätter und Bewegungsunschärfe. Ach, der Haken da. Okay, Texturqualität Ultra, Schattenqualität Ultra. Kantenglättung mag ich nicht. Aus, bitte. Mag ich überhaupt nicht. Video-Effektqualität Ultra, Lautqualität Ultra, Sichtweite Ultra. Das hier, was immer das sein soll, habe ich aktiviert. Kantenglättung. So, wo sieht man die FPS? Kann ich Ingame FPS irgendwie anzeigen? Ich weiß es nicht. Option, Spieloption. Benutzeroberfläche. Links nur oben, da ist ja so eine, da ist ein Kompass, ne, da sehe ich dich. Ja, ich habe dich auch gerade da gesehen, das habe ich gesehen. Ich würde ganz gerne, nur weil ich. Guck mal, ob ich bei Epic Games ist irgendwie. Ja, ich würde gerne FPS-Anzeige haben, weißt du? Du bist weit weg. Ich bin hinter so einem Dings. Okay, die Sensitivity ist mir zu hoch. Ich muss an der ersten Einstellung anpassen. Sorry dafür, Leute. Mausempfindlichkeit mache ich Ich mal. sammle schon mal ganz viel Zeug einfach, ne? Okay, ich habe das noch Oh, nie auf PC guck mal. gespielt. Ich fang doch nicht mehr Zeug. Ich lauf zu dir. Ich hab. Gibt's Essen, was man essen muss? Nee, ne? Ne, es gibt kein Essen. Übrigens, du hast auf E wahrscheinlich. Oh, ich hab. Ja, ich nehme. Bisschen. Ich nehme alles mit, was ich irgendwie finde. Ja, nimm ganz viel Büsche mit, damit können wir erstmal Strom erzeugen. Jetzt. Wie viel Inventarplatz habe Hast du ich? Viech angegriffen, ne? Wie viel Inventarplatz habe ich? Oh. Ich weiß nicht, drück mal Tab, ist es, glaube ich. Nee, I. Nee. Option Steuerung. Interact E Jump Crouch Inventory ist auf Tab, sollte da sein, Ach so, hä? Hä? hab ich das?
Ich kann das Inventar nicht öffnen, oder? Also wir müssen erstmal für ein bisschen spielen, das Inventar zu öffnen. Das ergibt keinen Sinn irgendwie, ne? Ah, ich glaube, wir müssen jetzt das mit dem Starting-Pot machen. Ja, ich sehe das als Quest, wird mir angezeigt. Ich habe 150 Blätter schon mal mitgenommen. Digga, bei mir ja, ich bin jetzt bei 400. Übrigens, hier, wenn du diese Nüsse siehst, Berillennüsse, dann kannst du dich heilen. Jo, hier ist was! Oh mein Gott, ich hab mich so erschrocken, war das gerade. Hier läuft was, Hilfe, ich hab Angst, ich lauf. Ach, die Teile, den kannst du spring einfach immer so über die drüber, glaube ich. Es war so ein Löwe, der knurrt. Warte, guck mal, ich seh dich. Ja, warte, ja, ich seh dich auch. Korat, hallo! Wow, ja, wer will nicht? Der einfach Känguru. Wie geil. Hey, guck mal, du siehst es hier auch angezeigt oben, Starting Pod. Ja, ich sehe das. Unten erstes auf Englisch, das Spiel. Ja, ich hab das auf Englisch. Ah, das ist blöd. Ja, okay, egal. Ich habe jetzt 600 Leaves, und wir müssen. Leaves können wir erstmal Biom, also natürlich. Am Anfang ist das Game noch relativ repetitiv, so. Weil du musst erstmal alles selbst craften, falls du nicht viel brauchst, du musst erstmal so 2 Stunden lang craften und Eisenerz zu normalem Eisen craften. Dann relativ langweilig so, dass halt einfach nur, dass du eine Sache gedrückt hältst. Einfach No Man's Sky. Metallplattenräusper. Ja, oh, hier ist Gift oder so. Ja, nicht da reingehen. Wäre ich, glaube ich, auch wieder so. Ach, scheiße, hier ist direkt wieder so ein Teil. Ja, der war mir auch. Wie, also. Kriegen wir noch nicht weg, wir müssen uns erst hier. Wir müssen jetzt erstmal nur ausweichen. Kannst du ihn ablenken und ich gehe irgendwie. Zu Landekapsel. Nein. Warte, ich dismantle das jetzt einmal. So, jetzt komm an, ich hab jetzt so ein Teil bekommen, ne? Also wenn man das, ich hab jetzt so ein Teil bekommen. Jetzt kann ich kannst du es kurz ablenken, vielleicht das Teil? Ich seh nicht, wo du bist, ich seh, wo du bist, in welcher Richtung ich... Ja, ich spiel grad mit dem ein bisschen hier. Ah, jetzt können wir Tab machen. Jetzt können wir Tab. Okay, ich seh's. Drück mal Tab. Ja, ich bin grad ein bisschen beschäftigt. Ach, ich mag das nicht, das Viech. Das ist böse. So, Tab. Ich hab Schaden bekommen. Aua, ich hab nochmal Schaden bekommen. Drück mal Tab jetzt. Ich hab nochmal Schaden bekommen. Ist jetzt egal, erstmal. Drück mal Tab, du kannst ja sterben. Drück mal Tab. Ich will aber nicht sterben, ich hab es gefunden. Ich hab jetzt so einen Elektro-Siffer, guck mal. Ich hab ihn. Oh, ich hab eine grüne Elektroschnecke bekommen. Hier ist was. Was ist das? Was ist das? Egal, das krieg ich. Ich hab die. Wie kann man kämpfen? Kannst du es vielleicht mal kurz. Drück mal Tab und dann hast du hier so einen Xeno-Zapper. Dann kannst du schlagen. Ja, wohin kommt das? Hands? Okay, hab ich eine Hotbar oder sowas in die Richtung? Nee, das ist ein bisschen anders geregelt erstmal. Okay. So, erstmal, ich hab nicht die Traveling so ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern hier am. Wie kann ich mich heilen? Heile ich mich automatisch oder wie läuft das? Siehst du hier, nee, guck mal, komm mal hier hin. Kommst du hier? Nimm mal diese Nüsse hier. Ja. Jetzt tu die mal in dein Handslot. Und mach nur Rechtsklick. Ich hab nur Linksklick gemacht jetzt. Ja. Ich hab mich gehalten ein bisschen. Hey, by the way, drück mal V, also halt mal V gedrückt. Eisenerz. Jetzt können wir scannen, dann wissen wir, wo das ist, sozusagen. Ah. Ich würde sagen, optisch gefällt mir das Spiel super. Das ist also richtig geil. Das ist besser als nochmal in Sky die Grafik. Ja, ich bin da. Hier unten ist wieder so ein Viech, da unten ist so ein. Hier ist was Lilanes, ich will das mitnehmen. Was? Eine Mercer-Affäre. Noch in der Entwicklung. Ich hab's mitgenommen. Ach ja, übrigens, mit diesen, wenn du Elektroschnecken siehst, ne? Hab ich gerade einen mitgenommen. Ja, und die sind gut, damit kannst du nämlich Sachen übertakten. Kann ich dich schlagen? 125%. Ja, ich kann nicht auch. Kriegst du Schaden? Hast du Schaden bekommen? Ja, halbes. Ah, okay, blöde. Na egal, dann, ja. Wir können uns auch gegenseitig wegkloppen, theoretisch. Man könnte es als MMORPG aufsetzen, das wäre auch mal bestimmt witzig, oder? Aber nichts, man kann sich ja nur einmal hier guck mal. Hier ist eigentlich so ein guter Platz, ne? Für so einen. Hier, guck, du, also, mir ist scheißegal, wo wir sind. Das hier jetzt, also das ist, guck mal hier, das unten, also das hier ist pure. Das ist aber nur, guck mal, E, halt mal E gedrückt.
Moment. Ich hab Eva. Tier. Easy, hä? Ich bin einfach viel zu krass. Warte, Eva will sagen. Warte. Okay. Ich muss kurz. Hilfe, es lebt wieder. Was ist das? Nein, ich hab doch noch drauf gestanden und bewegt. Digga, das hat so voll komische Schritte. Ich stand da gerade Uranium. Okay, stopp, ich muss mich erst ein bisschen orientieren. Lol, guck mal, hier sind 4 Eisenquellen. Soll ich Eisen mitnehmen hier ein bisschen? Ja, warte kurz, ich muss dir kurz erklären, ne? Das unten sind ewige Eisenquellen, die halten für immer, ne? Ja. Die oben sind nicht, die sind pure, da kriegst du pro. Halt mal eh gedrückt auf diesen Eisenklotz da. Ja, das war's mit dem Eisenklotz. Ich hab. Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich hab 32 Eisenerz. Oh. So, und jetzt mach das mal bei jedem von den Teilen hier, ne? Ja. Du kriegst 6 pro Stück dann sozusagen daraus, ne? Ja. So. Das mach mal jetzt. Jetzt sind da impure Sachen. Man kann auch crouchen, oder? Wie ging. Rein. Hier unten sind nicht mehr pur, sondern halt mit Stein oder sowas vermischt. Also verunreinigt. Jetzt habe ich mal gedrückt hier sozusagen. Und hier ist, Marvin. Ja. Denkst du, hier wäre ein guter, hier, guck mal, wie findest du das? Du bei 3 Eisenquellen ist doch perfekt eigentlich, ja? Ja, und hier ist noch ein bisschen, ist das cool. Brauche ich noch Wasser oder so in der Nähe? Ja. Zum Überleben so. Es ist auch. Guck mal, hier sind noch mehr Eisenquellen. Wir brauchen kein Wasser, wir brauchen Wasser erst später, dann können wir so ein bisschen herfördern. Aber du weißt, wir selbst brauchen kein Essen, keine Nahrung, kein gar nichts, ne? Nee, eigentlich nicht, halt nur Essen. So, ich baue hier auch mal die Zeit. Ah, hier ist das. Mhm. Okay, aber lass mich auch ein bisschen Stuff machen. Ja, ich weiß, das habe ich gesehen. Dadurch habe ich das kennengelernt. Also dadurch habe ich ich das. Wurde ich auf jeden Fall top entwickelt. Ist es so geil. Ja, boah. Die diese Spinnen, die sind schon so, die sind schon so ekelhaft, ne? Ja, die Spinnen sind ekelhaft, aber die Katzen sind noch. Jo, da vorne ist ein Dino oder so. Das sieht aus wie No Man's Sky Viech. Die sind friedlich. Sieht so aus wie No Man's Sky Viech, ne? Digga. Hey, das ist übernice. Das ist besser als No Man's Sky. Die Grafik ist besser als No Man's Sky und das will was heißen, Digi. Ja. Das läuft bei mir absolut flüssig. Ja, bei mir auch. Mit Aufnahme. Ja, gut, ne? So, sollen wir hier unseren Hub aufbauen? Ja, oder? Ja, klar. Drück mal Q. Wird auch Nacht irgendwann? Ja, das macht nichts. So. Der Hub. Drück mal Q. Okay, ich kann ihn setzen irgendwo. Wo soll ich ihn hinsetzen? Nee, hast du Kosten, hast du ein Hub-Part? Zu teuer. Eben, das Hub-Part hab ich, weil ich hab diese, siehst du, siehst auch, was ich vielleicht baue, guck mal. Da oben fliegt was! Da fliegt was! Friedlich. Alles ist friedlich hier eigentlich, glaub. Ja, entspannt, ey. Ja, komm, setz das Ding hin. Ich hab diese, ja, da war ja diese Landungsstation, ne? Guck mal jetzt hier. Ja, ich seh, bau irgendwo hin. Okay, das ist egal. Kann ich, das ist das gleiche, was ich auch bauen konnte, ne? Oh. Ja, jetzt drück mal E auf. Das hier? So, und jetzt kommen wir hier. Geh mal auf. Ja, nee, das auch. Da brauchen wir jetzt aber das Hub-Upgrade erstmal, ne? Das kann ich kaufen. Soll ich das machen? Nee, wir können ja noch nicht. Ja, gut, Slick Meister, mach mal. So, oh Gott. Wir brauchen jetzt aber 10 Iron Rods. Jetzt gehen wir zur Crafting Bench hier drüber. Okay, ganz kurz. Das hier ist die Crafting Bench. Die sieht nice aus, legit. Yo, einfach was. Das hier Mikrowelle oder was? Okay, wähle ein Rezept links in der Liste. Eisenstange, 10 Stück, ne? Ja, aber dafür brauchst du erstmal Eisenbarren. Du hast hier nur Eisenerz. Jetzt drück mal Eisenerz. Bitte mal, für die Eisenstange brauche ich ein Eisenbarren für eine Eisenstange, ne? Ja. Das heißt, ich brauche jetzt 10 Eisenbarren. Wie wähle ich mehrere aus? Wie mache ich das? Du kannst nicht mehrere auswählen, du musst die erstmal einzeln crawlen. Ach so. Passiert ja, wenn ich nicht auf Klicken fertigen gehe, da passiert nichts. Du musst halt gedrückt halten. Ach so. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Jetzt nochmal 10 Eisenstangen, das geht zum Beispiel schneller. Wie Standardteile Eisenstangen, da. Ja. Oh ja, Digga, das war halt richtig durch hier. Da. Relevante Gegenstände, okay. Ey, was ich aber ganz kurz die Aufnahmen abchecken wegen Sound, weil ich jetzt keinen Bock, das 5 Stunden aufnehmen und die Soundqualität, der Sound zu laut ist, ne? Geh erstmal kurz wieder in. Ja. Wird's auch Nacht? Ja, das ist aber egal. Also Nacht macht nicht wirklich was. Okay, ich upgrade mal ganz kurz unseren Hub, ne? Ja, mach das mal kurz. Hub verbessern. Oh, Hub Upgrade 1. Und du hast folgendes freigeschaltet: Werkstatt, Ausrüstung, tragbare Miner, Inventar, zusätzliche Plätze, persönliche Lagerbox. Sondern, es gibt dann nur noch Weltraumlicht und das Teil ist groß, ja. Mhm. Und da, da gibt es so Sachen, die du machen musst, ne? Boah. Mobile Miner benötigen keinen Strom fördern, aber. Ach Gott. Okay, hier. Ah, ich habe ein Lager. Soll ich erstmal meinen ganzen Stuff reinlegen? Na, mach eventuell, ja. Hab ich? Okay, soll ich mal das Hub nochmal upgraden, wenn es geht? Ja, Augenblick noch. Oh Gott, Hub Upgrade 2. Ich brauche dafür 10 Eisenplatten und 20 davon. Okay, das mache ich. Also. Zuerst brauche ich mal Eisenerz wieder. So, dann mache ich aus diesem Eisenerz erstmal 30 Eisenbarren. Weil ich brauche ja 20 Eisenstangen und 10 Eisenplatten, ne? So, 30 Stück. Jetzt mache ich hier von 10. Oh Gott, das ist teurer. Ja, ja klar, das wird immer teurer halt mit der Zeit. Warte mal, jetzt habe ich wie viel, was brauchte ich nochmal? Ich hier so. Ich brauchte 10 Eisenplatten und 20 Eisenstangen. Und ich habe noch 15 Metallbarren, okay, also Eisen brauche ich. Ja. Ey komm, brauchen wir das ganz normale Eisenerz überhaupt? Ja. Echt? Okay. Wir brauchen das immer noch für viele Sachen. Aber also noch für andere Sachen außer Eisenbarren, ne? Ja, klar, es gibt noch viel komplexere Rezepte. Also ich glaube, okay. Theoretisch, es gibt halt automatische Fabrikatoren hier. Ja. Es gibt halt einmal die können eine Sache zu einer anderen Sache craften. Dann gibt's Sachen, die können zwei Sachen zu einer anderen Sache verkraften. Ja. Und dann gibt's Sachen, die können bis zu vier Sachen zu einer anderen Sache verkraften. Ja, klingt doch nice, ja. Das ist ja klar, aber für die Sachen, von den vier Sachen brauchen wir meistens doch mal ein paar Sachen, die nochmal zwei Sachen machen. Also, ja. So. Guck mal, und ich sehe hier auch gerade oben Current Milestone Hub Upgrade 2. Das sehe ich hier dann jetzt. Wait. Congratulations. You have unlocked hub feature biomass. Biomasse Brenner, Scanner Funktion, Kupfer. Neue Gebäuderezepte, welche im Baumenü mit seiner Werkbank gefunden werden können. Metall, will ich jetzt einfach mal so behaupten. Okay, Schattenqualität Ultra sieht das jetzt schon ein bisschen low aus eigentlich, ne? Aber okay. Was? Ja, der Schatten hier drin, der sieht mir für Ultra, obwohl. Ja, ich weiß nicht, die Grafik ist so. Ja, schon gut eigentlich. Kommen nachts Monster? Spawnen die irgendwo? Nee, es gibt nicht wirklich Monster. Ich muss mal nebenbei lesen, was Eva dingst. Okay, was habe ich auf 2? Was ist das? Stromleitung. Ja. Da kannst du auch irgendwelche Sachen hinbauen, die du bauen willst halt. Okay, nächste Hub-Upgrade. Was kostet das denn? Da brauchen wir Kupfer für. Das heißt, wir erstmal Kupfer abbauen, oder? Mhm. Okay. Lol, das Ding mit der Helm steht aus so Sechsecken, wie geil. Das Hub sieht schon nice aus, muss ich mal sagen. Das hat das, ne? Das haben wir alles mal kurz hingezimmert hier. Oh, was ist das hier? Biomassebrenner. Ah, hier können wir Blätter verbrennen. Ja, aber nicht Blätter verbrennen. Sondern, jetzt gehen wir kurz hier. Oh, das haben wir noch nicht freigeschaltet. Perfekt. Wir können natürlich auch, wir können Blätter auch zu Biomasse machen und das dann verbrennt das effizienter. Mhm. Ich habe 1500 Blätter gesammelt, by the way, also Büsche. Halte V gedrückt, um auszuweichen Ressourcen. Okay, also jetzt kann ich erstmal nach Kupfer suchen. Suche nach Kupfer. Jetzt. So, suchen wir mal nach Kupfer und dann nehmen wir das nächste, würde ich sagen. Ich habe was gefunden, Kupfer. 90 Meter in die Richtung, ja. Ich habe Kupfer gefunden. Oh, ich habe 3 Kupferquellen gefunden. Ja, 600 Meter. Ja, die ist ja am kürzesten. Ich gehe mal zu der am kürzesten.
Ich habe nichts dabei, also wenn ich sterbe, verliere ich auch nichts. Also ich sammle gerade noch eins dafür. Man stirbt so einfach, stirbt man jetzt hier nicht. Ich spam einfach permanent E durch. Ich spam auch permanent E durch, falls ich irgendwas aufheben kann. Okay, kriegt man Fallschaden? Ja, ne? Ja. Das ist nämlich so ein kleines Loch am Brötchen. Warte, haben wir jetzt die zweite oder die erste Map genommen? Das sieht mir optisch aus wie die erste Map. Oh ja. Serious sieht's auch wirklich aus. Ja, juckt nicht, ist egal. Wir können dann vier Let's Plays rausmachen. Oh, ich hab Kalkstein. Die Maps sind sogar cool. Oh, fuck, da ist noch so ein Teil. Ich hab Kalkstein. Serious, ich hab manchmal das Gefühl, dass die Maps noch cool. Ich hab nämlich mal diese Südmap genommen, also diese Wüstenmap genommen, ne? Mhm. Aber das ist gut. Ja. Kann es sein, dass einfach verschiedene Startpunkte sind, alles die gleiche Map? Ja, das habe ich auch gedacht, ja. Denn da hinten irgendwo, da ist, also eventuell ist da noch die, weil hier ist halt Kupfer so. Theoretisch da hinten war, ich bin mal bis hierhin gelaufen, das hat 10 Minuten gedauert. Lol. Willst du vielleicht ein bisschen Kupfer sammeln, weil Kupfer brauchen wir auch noch für Maschinen wegen Kabel. Das Unreine hier. Ja, egal. Du kriegst halt einfach nur weniger pro Teil, also es ist nicht die Reinheit. Oh Gott, das dauert ja viel länger. Dann suche ich mal neues Kupfer, ne, neue Kupferquellen. Einstellen nach Kupfererz. Ja, weil das kann ich abfahren. So, das, oh, was ist das hier denn? Achso, das ist die Quelle, wo ich schon war. Viel länger, ja, klar, das muss man aber länger machen. Also. Ich gehe mal zu der 500 Meter entfernten Quelle. Nee, lohnt sich nicht. Bleib einfach da stehen. Das ist echt? Spezielle. Ja. Meinst du? Oh, davon leuchtet was. Ich habe was gefunden, da oben schwimmt ein Manta-Rochen oder so. Hier leuchtet was, das da will ich hin, das sieht interessant aus. Könnte wie so eine komische. Ah, da leuchtet. Ah, nee, das ist eine von diesen Schnecken. Die müssen wir aber erst analysieren, dann können wir damit Sachen übertakten. Das ist nur, das können wir erst, sollten wir erst später machen. Denn übertakten ist halt auch. Aber soll ich dich nur einsammeln? Ja, klar. Natürlich immer einsammeln. Die grüne Elektroschnecke. Grüne Elektroschnecke. Ja. Okay, oh, auf jeden Fall Ehre geht raus an Noah dafür, dass er mir das Spiel vorgeschlagen hat. Genauso wie Subnautica. Löwe! Zwei Löwen, Hilfe! Lauf. Ich hab Angst. Lauf. Draufhauen einfach. Hab ich sie besiegt? Nein, ich höre noch, da ist noch. Boah, ich wurde nicht einmal gehittet, hab beide geklatscht, wer bin ich? Zu gut für dieses Game. So, ich gehe jetzt weiter Kupfer farmen.